gonna take on the world. Nächste Frage der Reitschuster. Ja, hallo, danke. Sie könnten nach unseren Regeln zum Sprechen die Maske abnehmen, aber Sie müssen es nicht. Ja, gut. Dann ist die Verständlichkeit etwas höher. Dankeschön. Eine Besonderheit der Bundespressekonferenz, dass die Viren nur von unten nach oben zu fliegen drohen, aber nicht von oben nach unten, wo die Regierungssprecher viel mehr Leuten gegenüber sitzen als umgekehrt. Sie dürfen nämlich ohne Maske reden, von unten, wo man nur kurz redet, nach oben darf man nur mit Maske reden. Und ich hatte immer gedacht, die Verständlichkeit leidet nicht. Jetzt heißt es plötzlich, die Verständlichkeit leidet mit Maske. Wahrscheinlich leidet sie auch nur bei Regierungssprechern oder regierungsnahen Virologen, aber nicht bei Journalisten. Rätsel über Rätsel in diesem besten Deutschland aller Zeiten und in der wahrscheinlich besten Bundespressekonferenz aller Zeiten. Aber jetzt hören und schauen wir uns erstmal den hochverehrten Herrn Gesundheitsminister an. Voilà! Die Kontaktmaßnahmen, die wir in Deutschland noch am Platz haben, wirken. Wir haben ja ungefähr nur 50% so viele Kontakte im Moment wie im vorpandemischen Zeitalter. Wir leben also in einem neuen Zeitalter. Sehr interessant, wie Lauterbach das psychologisch betrachtet und was er überhaupt nicht betrachtet, was diese 50% weniger Kontakte für ganz viele Menschen bedeutet. Gerade Alte haben zum Teil ganz, ganz wenige Kontakte, auch für Kinder und Jugendliche. Neue Untersuchungen, 50% depressiv und zwar als Krankheitsbild, 20%, die jeden zweiten Tag über Selbstmord nachdenken. Was da alles dranhängt, das sagt Herr Lauterbach nicht. Im Gegenteil, er sagt, er sieht dieses Problem nicht. Und diese Kontaktbegrenzungen führen dazu, dass wir in Deutschland nicht die kurze Verdopplungszeit bei der Omikron-Variante haben, die wir in vielen anderen europäischen Ländern sehen. Ja, die haben wir nicht, aber wir sehen in England, und das wird Drosten später sagen, das ist eine der Ohrfeigen gegen Lauterbach. Wir sehen in Großbritannien zum Beispiel, dass es ohne diese Maßnahmen zurückgeht, die Inzidenz, und dass es zur Katastrophe eben nicht kam, die völlige Entlarvung, die völlige Ohrfeige für die deutsche Herangehensweise. Die Verdopplung ist sogar etwas gestreckt. Wunderbar, wir rauben Millionen Bürgern elementarste Grundrechte. Wir haben massive Kollateralschäden, wie gerade genannt, und wir haben die Kurve etwas gestreckt. Sie lag vor wenigen Wochen noch bei ungefähr 4,5 Tagen, dürfte jetzt sich auf eine Woche zubewegen, liegt bei ungefähr 6,5 Tagen. Somit die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wirken. Dazu zählen die 2G-Regel beispielsweise im Handel. Ein massivster Grundrechteinschnitt. Das ist so, wie wenn man mit einem riesen Tennisschläger nach Fliegen schlagen würde. Denn es ist ja bewiesen, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben. Kritiker wie Dr. Pürner, der ehemalige Gesundheitsamtschef, sagen, das Ganze sei unmenschlich und brutal. Die also Regeln, die wir geschaffen haben am Arbeitsplatz oder auch also im öffentlichen Personennahverkehr, die Kontaktbegrenzungen im privaten Umfeld. Und dazu kommt jetzt zusätzlich die 2G-Plus-Regelung, die wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz vor einer Woche beschlossen haben. Nur noch mal zur Erinnerung, während hier Lauterbach fast schon mit Freude die ganzen Maßnahmen, Piesackereien und Schikanen aufzählt, hat Spanien erklärt, dass sie die Omikron-Variante und damit Corona künftig wie eine Grippe behandeln möchte. Und Großbritannien, wie gerade bekannt wird, schafft den Gesundheitspass ab. Deutschland umgeben von lauter Geisterfahrern. Alle kommen einem entgegen.
Worauf läuft das Ganze hinaus? Weshalb machen wir das? Weshalb streben wir überhaupt an, dass sich die Verdopplungszeit verlängert? Vielleicht aus Größenwahn, aus dem der typisch deutschen Hybris, man könne alles beherrschen, selbst ein Virus, während unsere Nachbarn das Ganze anders machen. Jetzt bin ich gespannt, wie Herr Lauterbach das Ganze begründet. Durch die Maßnahmen, die wir machen. Ja, der Hintergrund ist der, wir wollen aus der sonst zu erwartenden steilen Wand der Infektionszahlen, wenn möglich, einen Hügel machen. Das ist ja wunderschön, Herr Lauterbach, wenn Sie sich hier als Maurer betätigen wollen. Aber Großbritannien hat ja auch die steile Wand und mir ist nicht bekannt, dass das Gesundheitswesen überlastet wurde oder dass es irgendwelche dramatischen Folgen gehabt hätte. Oder wenn sich das nicht vermeiden lässt, dass es eine Wand ist, dass die Wand nicht so hoch ist. Das ist das strategische Ziel der Bundesregierung. Was dahinter steht, ist, wenn uns das gelänge, hätten wir weniger Sterbefälle zu beklagen und weniger schwere Verläufe. Also das ist jetzt in meinen Augen schon Hütchenspielerei. Weniger Sterbefälle, allenfalls wenn die Intensivstationen überlastet werden, weil ob man eine Woche früher oder später Omikron bekommt, spielt ja keine Rolle. Und warum die Verläufe weniger schwer sein sollen, das kann sich mir auch im Moment noch nicht erschließen, vor allem wenn man berücksichtigt, dass ja auch die Impfung nicht so erfolgreich ist. Und weniger Long-Covid-Fälle. Und das ist jetzt der absolute Hammer der Hütchenspielerei, weil später auf dieser Bundespressekonferenz gesagt werden wird, dass jeder sich anstecken wird mit Omikron und gleichzeitig, wenn wir jetzt massive Maßnahmen haben, dann haben wir weniger Long-Covid-Fälle. Also wenn man sich später ansteckt, dann bekommt man keinen Long-Covid, wenn man sich jetzt ansteckt, bekommt man Long-Covid. Das ist in meinen Augen einfach nur noch ein Witz und eine Verhöhnung der Intelligenz der Bürger. Weniger Komplikationen, die wir nicht wirklich abschätzen können. Somit das Ziel ist es, das Unvermeidbare, nämlich die steigende Zahl der Omikron-Fälle, so zu strecken und so zu reduzieren, dass wir mit einer möglichst geringen Zahl von Opfern durch diese Welle hinwegkommen. Besonders faszinierend, dass keiner der anwesenden Journalisten das richtig hart aufspießt, diese Gegensätze und ihn zu Wort stellt. Ich konnte wieder nur online eine Frage stellen und wie so oft wurde die gar nicht erst verlesen. Und von dem, was wir bisher sehen, zeigen die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch die ungefähr zu erwartende Wirkung. Trotzdem gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Offenbar haben die Spanier und andere Länder eine ganz, ganz andere Omikron-Variante, wenn die dort so viel weniger gefährlich ist als in Deutschland. Die Daten, die wir bisher vorliegen haben, die zeigen, dass die Omikron-Variante weniger gefährlich ist als zum Beispiel die Delta-Variante. Diese Daten sind auf Deutschland nicht eins zu eins zu übertragen. Ja, und zwar in meinen Augen deshalb, weil wir eine Politik haben, die außer Rand und Band geraten ist und die sich nur von denjenigen beraten lässt, die Corona, ja, ich sag das böse Wort, Fanatiker sind in meinen Augen, zumindest zu einem relativ großen Teil. Und ich warne vor dem Gedanken, dass wir in Deutschland eine Durchseuchung akzeptieren können. Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss. Unglaublich, zu genau dieser Durchseuchung rät wenige Minuten später Drosten in Gegenwart von Lauterbach. Das heißt, irgendwann muss dieses Virus auch in der Bevölkerung Infektionen setzen und das Virus selbst muss die Immunität der Menschen immer wieder, sagen wir mal, updaten. Das ist etwas, das ist eine generelle Weisheit in der Infektionsepidemiologie. Also da können wir nichts gegen machen. Eine Weisheit, die der Minister offenbar nicht kennt, der lässt sicher auch die Miene herunterhängen in diesem Moment, als Drosten das sagt. Erstaunlich ist ja, dass Drosten vor kurzem selber noch sagte, man könne nicht durch Infektionen das Immunsystem trainieren. Das sei so, wie wenn man durch ein Steak die Verdauung trainieren wollte und hier also eine Rolle rückwärts des Virologen. Aber kehren wir zurück zum Minister. Also ich glaube, dass wir jetzt in ein schwieriges Fahrwasser kommen. Waren wir bisher in einem einfachen Fahrwasser? Erstaunlich, wir kommen in ein schwieriges, wo die Nachbarländer in ein viel leichteres kommen. Ich sag's ja, überall Geisterfahrer, Herr Minister, nicht wahr? Wir werden viele Menschen mit Infektion versorgen müssen. Die Krankenhäuser werden an ihre Belastungsgrenze kommen. Die Labore werden an ihre Belastungsgrenze kommen. Komisch, dass die Zahlen auf den Intensivstationen dann sinken aktuell. Das mit den Laboren wird wohl stimmen, denn je mehr Tests man in Auftrag gibt, umso mehr wird da verdient und umso näher an der Belastungsgrenze. Diese vergleichsweise niedrigen Zahlen sind auch kein Grund zur Entwarnung. Herr Wieler, mit Verlaub, ich glaube inzwischen, selbst wenn Sie die allergeringsten Zahlen hätten, Sie
werden offenbar nie Entwarnung geben. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen geht im Moment weiter zurück. Auch die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 ist noch nicht wieder angestiegen. Das wird sich aber ändern. Komisch, dass es sich in anderen Ländern nicht ändert. Ich sag's ja, es müssen unterschiedliche Omikron-Varianten im Umlauf sein. Selbst wenn Infektionen durch Omikron insgesamt milder verlaufen, durch die Masse an Infektionen müssen wir uns leider darauf einstellen, dass auch die Zahl der Hospitalisierungen und der Todesfälle natürlich wieder steigen wird. Komisch nur, dass die Briten mit einem, wie viele sagen, viel schlechteren medizinischen System damit ohne große Exzesse fertig wurden. Mit steigender Inzidenz wird die Untererfassung größer, mehr Infizierte ohne oder nur mit geringen Symptomen gehen gar nicht mehr erst zum Test. Muss ja wirklich der reinste Killer-Virus sein, die Omikron-Variante, wenn immer mehr Menschen keine Symptome haben oder nur geringe, so gering, dass sie nicht mal zum Test gehen. Auch wegen begrenzter Laborkapazitäten wird nur noch ein Teil der infizierten PCR getestet und dann eben auch als Fall gezählt und gemeldet werden. Ist nun wirklich schwer für die Pandemie, denn Gesundheitsminister Spahn, der frühere, hat ja schon einmal gesagt, wenn wir die Geimpften auch noch testen, dann endet die Pandemie nie. Und der österreichische Wieler Sempedo in Wien, der hat ja einmal gesagt, ohne PCR-Test hätten wir die Pandemie so nicht. Es wäre dann, wenn ich mich richtig erinnere, so sagte er, als besonders dramatische Grippesaison in die Bücher eingegangen. Außerdem sind die Gesundheitsämter so belastet, dass sie nicht mehr alle Kontaktpersonen identifizieren oder Daten zu den Fällen nachrecherchieren können. Das tun sie jetzt schon kaum noch, um das klar zu sagen. Auch da hätten sofort die Kollegen nachfragen müssen, weil es ist ja ein eklatanter Widerspruch. Herr Wieler sagt, sie werden so belastet sein, dass sie nicht mehr nachverfolgen können, aber sie tun es auch jetzt schon kaum noch. Aber solche eklatanten Widersprüche scheinen kaum noch aufzufallen. Man kommt damit durch heute als Leiter einer obersten Bundesbehörde. Auch der Diagnose- und Meldevollzug wird natürlich größer dadurch. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die 7-Tage-Inzidenz, die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und auch die Angaben zum Impfstatus am Höhepunkt der Welle weniger vollständig sein werden, als das momentan der Fall ist. Noch weniger Kritiker aus der Fachwelt sagen ja, dass es heute schon eine Katastrophe sei mit den Daten. Sie sehen auch, wie Herr Lauterbach hier ganz fasziniert zuhört. Wenn in Ihrem Haushalt eine Covid-19-Test positiv war, könnten Sie überlegen, ob das Tragen einer Maske im eigenen Haushalt für Sie eine Option ist. Auch zu Hause Maske tragen, vor allem beim Essen oder wie stellt sich Herr Lauterbach das vor? Mediziner sagen ja, wenn man in einem Haushalt lebt, ist es fast unvermeidlich, dass sich Viren austauschen. Die Mehrheit der Menschen, die wegen Covid-19 auf Intensivstationen kommen, die ist ungeimpft. Auch diese Angabe wage ich massiv zu bezweifeln anhand der Daten. Ich habe viel darüber geschrieben, weil man einfach bei viel zu vielen den Status nicht erfasst hat. Aber lassen wir das. Wir wollen nicht dieses Fass auch noch aufmachen. Gehen wir jetzt lieber zu Dr. Drosten. Es gibt viele gemischte Botschaften, die in der Öffentlichkeit nicht gut genug erklärt sind. Ohrfeige Nummer 1, denn fürs Erklären ist in Deutschland in erster Linie der Gesundheitsminister verantwortlich, umso mehr, als er ja Dauergast in den Talkshows ist. Ländern, in denen vorher kaum wirklich Kontaktmaßnahmen noch in Kraft waren, volle Pubs beispielsweise, die Bilder aus England sind ja bekannt. Das war natürlich bei uns anders, weil wir werden ja nicht auf Dauer über alle paar Monate die gesamte Bevölkerung wieder nachimpfen können, um damit eine Bevölkerungsimmunität oder einen Gemeinschaftsschutz, wie man das auch immer ausdrücken will, zu erhalten. Das geht nicht. Ohrfeige Nummer 2, denn aus amtlicher Perspektive ist es ja durchaus vorstellbar, dass man künftig dauerimpfen muss. Und jetzt nochmal die Ohrfeige Nummer 3, auch wenn wir die schon hatten, sie ist so wichtig, dass ich sie gerne nochmal wiederhole. Das heißt, irgendwann muss dieses Virus auch in der Bevölkerung Infektionen setzen und das Virus selbst muss die Immunität der Menschen immer wieder, sagen wir mal, updaten. Das ist etwas, das ist eine generelle Weisheit in der Infektionsepidemiologie. Also da können wir nichts gegen machen. Die Frage ist nur, können wir das in Deutschland schon tun? Also in Ländern wie Südafrika und so weiter, wo sehr viele Infektionen schon gewesen sind, auch zu einem Preis, da ist dieser Prozess weiter fortgeschritten. Dieser Preis, von dem Drosten hier spricht in Südafrika, hat bei einem befreundeten Arzt eine relativ
heftige Reaktion hervorgerufen. Er hat einmal die Zahlen nachgeschaut und die sind tatsächlich so, dass der Preis in Südafrika offensichtlich nicht geringer ist als der, nicht höher ist, Entschuldigung, als der in Deutschland, also beachtenswert. Aber das wird einfach mal so in den Raum gestellt. Dieses Erwerben einer immer wieder durch das Virus abgedateten Bevölkerungsimmunität. Wir wissen aber im Moment nicht, ob wir uns das in Deutschland leisten können angesichts der Impflücke. Es ist rational nicht zu erklären. Südafrika hat eine Impfquote, die einen Bruchteil der deutschen Impfquote ausmacht. Und Herr Drosten sagt, wir hätten eine Impflücke und darum könnten wir uns das also auch im Vergleich zu Südafrika nicht leisten. Ich kann es rational nicht mehr nachvollziehen. Zumindest, wenn man keine bösen Motive unterstellt. Das ist tatsächlich unser größtes Hindernis dabei. Und das kann kaum jemand wirklich voraussagen. Da sind wir ein bisschen im Blindflug. Ach ja? Das ist die schwierigste Doppelbotschaft im Moment. Das Virus muss irgendwann laufen, aber vielleicht darf es das jetzt noch nicht, während es in anderen Ländern schon dazu kommt. Oh ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Doppelbotschaft, dass andere Länder lockern, die Einschränkungen aufheben und die Deutschen entscheiden, was sie mit dem Virus machen, ob es laufen darf oder nicht. Deutschland entscheidet das selber. In meinen Augen Anflüge von Größenwahn. So, wahrscheinlich die zweitschwierigste Doppelbotschaft ist, es gibt relativ viele Infektionen bei Geimpften. Und das wird in der Öffentlichkeit zum Teil absichtlich und zum Teil aus Unkenntnis falsch dargestellt, so als wäre es ja jetzt dann komplett sinnlos geworden, sich überhaupt noch zu impfen. Ich kriege nicht mit, dass es so falsch dargestellt wird. Es gibt aber kritische Impfexperten, die sagen, bei einer wirklich gut funktionierenden Impfung sei auch die Übertragung ausgeschlossen. Aber den Unterschied zwischen Ansteckung und schwerem Verlauf, den begreifen die meisten. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass Herr Drosten hier die Leute für dumm erklärt. Und auch hier wieder komme ich nochmal zum Abschluss auf diejenigen zurück, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Diese Personen werden dann möglicherweise jetzt mit einem Omikron-Virus in Kontakt kommen, sich infizieren, hoffentlich einen milden Verlauf bekommen. Nur können die sich jetzt dadurch nicht unbedingt auf Dauer darauf verlassen, dass ein Delta-ähnliches Virus, also ein ursprünglicher Serotyp, nicht auch wieder zurückkommt. Damit müssen wir rechnen. Eine sehr, sehr gewagte Prognose, wie ein befreundeter Arzt sagt, das sei zwar tatsächlich nicht auszuschließen, meint er, aber es sei sehr ungewöhnlich, dass sich ein Virus hier sozusagen evolutionell näher zurückentwickelt und Herr Drosten malt das hier an die Wand, als sei das sehr wahrscheinlich. Viel bemerkenswerter sind hier aber noch zwei andere Faktoren. Zum einen wissen wir aus dem Narrativ vom Bundesgesundheitsministerium RKI, dass der gegen Alpha entwickelte, aktuell eingesetzte Impfstoff nach 6 Monaten seine Wirkung stark verliert und gegen die Delta-Variante sowieso wenig wirksam ist. Und von daher ist die Frage, wie Drosten trotz dieses eigenen Narratives sozusagen hier sagt, um gegen Delta geschützt zu sein, braucht man jetzt diesen gegen Alpha entwickelten Impfstoff, der ohnehin nur kurz wirkt, für den Fall, dass in der Zukunft irgendwann Delta zurückkommt. Oh, 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 oh. Und dass diese Personen dann dagegen wieder im nächsten Winter gar keinen Schutz haben. Das heißt, die haben dann nur diese eine Seite, den einen Teil der Immunität. Das ist auch eine sehr schwierige Botschaft in der Öffentlichkeit. Also diese drei schwierigen Botschaften habe ich jetzt hier angesprochen. Ja, wirklich sehr schwierige Botschaften, vor allem, weil sie in sich so widersprüchlich sind. Also das Virus muss irgendwann laufen. Schade, dass man in diesem Moment nicht die Miene von Herrn Lauterbach sehen kann, wo die Ohrfeige gegen ihn nochmal wiederholt wird. Oder von anderen Null-Covid-Strategen, die glauben, man könne das Virus ausrotten. Wir wissen nicht, ob wir uns das schon leisten können. Das Zweite eben diese Wahrnehmung, bei den Geimpften gibt es doch ganz schön viele Infektionen. Ja, auf dem matschigen Weg fährt jedes Auto irgendwie auch ein bisschen weiter. Und das mit den breiten Reifen ein bisschen schneller, hat aber nichts zu bedeuten auf die Motorkraft und auch nicht, dass nicht grundsätzlich auf einem Schlammweg ein Auto nur mal langsamer fährt als auf der Autobahn. Schlammweg ist zwar auch schön, aber ich habe eher den Eindruck, man ist hier auf dem Holzweg. Herr Lauterbach, Herr Wieler, Herr Drosten, Sie haben jetzt alle drei von diesen doppelten Botschaften gesprochen und von der nach wie vor bestehenden Gefahr und von den Kontaktreduktionen, die es schon gibt. Andererseits ist ja beobachtbar in vielen Städten, dass
dass die Kontakte weiterhin gibt, dass die Lokale voll sind, dass sich weiterhin sehr viele Menschen im öffentlichen Raum treffen. Die Mobilität ist weiter sehr groß. Ist es aus Ihrer Sicht im aktuellen Zustand verantwortbar oder muss da noch mehr geschehen, um das zu reduzieren? Wie so oft, in meinen Augen, wie fast immer, die Tendenz bei den Journalisten, ist es verantwortbar, dass wir etwas Restfreiheit noch haben oder müsste man nicht noch schwerer die Daumenschrauben anziehen? Und fast nie jemand da, der das gegenteilige Narrativ bedient. Also glaube ich, dass wir im Moment maßvoll vorgehen, aber wenn tatsächlich die Fallzahlen deutlich steigen sollten und wir kämen in eine Situation hinein, wo wir auch also eine Überlastung beispielsweise der medizinischen Versorgung erwarten müssen oder wo wir dann auch sehen, dass wir mehr schwer Erkrankte haben. Im Moment sinkt ja die Zahl derjenigen, die auf Intensivstationen für Covid behandelt werden müssen. Aber wenn das sich ändern sollte, dann muss natürlich mit anderen Maßnahmen gegengesteuert werden. Aber an dem Punkt sind wir zum jetzigen Zeitpunkt in meiner Einschätzung nicht. Der Minister ist ein Großmeister des verschachtelten Schachtelsatzes und das stellt einen beim Schneiden dieses Videos vor große Probleme, weil man es eigentlich komprimieren will, die Aussage, und sie wäre auch mit 10 Worten zu machen, aber sie will nicht enden. Verzeihen Sie mir, dass es deswegen in Momenten hier etwas langwierig wird. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass 2G Plus noch nicht überall umgesetzt ist, obwohl wir es beschlossen haben. Und was mir auch Sorge macht, dass also die Kontrollen zum Teil nicht also angemessen sind. Das ist zumindest meine anekdotische Evidenz. Das ist mein Eindruck, den ich bekomme und der mir auch von vielen gemeldet wird. Wir müssen stärker werden im Vollzug. Also noch mehr Stechschritt in Richtung Polizeistaat und Kontrollstaat. Dann geht es um eine mögliche Impfpflicht. Ich kann als Virologe sagen, dass wir möglichst diese Impflücke schließen müssen. Im Moment kann man natürlich einfach nur mehr Kraft auf das laufende Programm geben. Über den Sommer wird man sich eben überlegen müssen, wie man den Herbst vorbereitet, den Winter vorbereitet, dass man bis dahin diese Impfquote weiter erhöht, die Impflücken weiter schließt, dass möglichst viele Leute das verstehen oder es einfach machen. Und da ist sicherlich Impfpflicht eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit ist, über Motivation und Ansprache zu arbeiten. Aber da scheinen die Aussichten begrenzt zu sein. Auch die Medien könnten helfen, muss man hier vielleicht auch mal sagen, diese Motivation und Ansprache zu verbessern. Wie bitte offenbar sehen Herr Drosten und ich völlig unterschiedliche Medien, die ich wahrnehme, die tun eigentlich kaum etwas anderes, als ständig eine Ansprache zu halten. Die wirken wie große Impfreklamesender oder Impfreklameblätter, was man da noch verbessern könnte. Also ich glaube eher das Gegenteil, weniger wäre mehr, weil durch diese ständige Propaganda werden sicher viele Leute abgeschreckt. Einige wenige Medien haben ja über lange Zeit in der Vergangenheit immer die Darstellung auch propagiert, das Ganze ist eigentlich harmlos und diese Maßnahmen der Politik, das ist ja alles total übertrieben. Auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass viele Leute dann so in einen Verständniskonflikt auch gekommen sind. Ne? Also böse Journalisten wie ich sind schuld. Kein kritisches Hinterfragen, nicht nachfragen, ob die Maßnahmen übertrieben sind. Blinder Gehorsam und nur noch Impfpropaganda. Das scheint der Weg zu sein, den sich Herr Drosten wünscht. Also, dass viele Leute gedacht haben, naja, wenn das so ist, das ist alles total harmlos. Und andererseits sehe ich, da wird über Impfpflicht geredet, dann komme ich in einen inneren Verständniskonflikt. Und die Folgen sehen wir, glaube ich, derzeit in der Gesellschaft. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Medien helfen würden, auch an dieser Stelle wieder korrekte Informationen zu liefern. Und was korrekt ist, bestimmt natürlich, Herr Drosten, für mich Parallelrealitäten, denn die großen Medien, die machen ja überhaupt nichts anderes. Vielleicht möchte er, dass die kleinen Medien mundtot gemacht werden. Zusatz. Ja, Herr Lauterbach, der Bundestagsabgeordnete Lauterbach ist für eine Impfpflicht, vor der sich aber der Bundesgesundheitsminister drückt und keine eigenen Vorschlag einbringen will. Wo ist Ihre Führungsstärke, Herr Lauterbach? Eine provokante Frage. Also erstmal, der Bundesgesundheitsminister drückt sich vor nichts und ist dafür auch wahrscheinlich nicht bekannt. Erstaunlich, dass der Gesundheitsminister von sich selbst in der dritten Person spricht.
Naja, solange es noch nicht Plural, also Mehrzahl ist, geht das ja noch. Und nicht erstaunlich ist, dass Thilo Jung wie immer Stimmung für eine Impfpflicht macht. So, und jetzt kommt die größte Ohrfeige, eigentlich das vernichtende Urteil für die gesamte aktuelle Corona-Politik in Deutschland. Man kann auch in anderen Ländern schauen, wo es ganz krasse Effekte gibt. Also London beispielsweise, die haben eben wirklich eine Wand gehabt mit wenig Maßnahmen. Und jetzt ist das sogar ein bisschen von selbst zum Stillstand gekommen. Das ist so, wenn das eben so ganz schnell hochgeht, dann gibt es so bestimmte Effekte, so Netzwerkeffekte beispielsweise, Gruppeneffekte. Also wenn in Ihrem Bekanntenkreis alle das Virus hatten, dann kriegen sie es so schnell kein zweites Mal. Ne? Und das stellt sich dann irgendwann ein. Und auch da können wir das beobachten. Also da geht die Inzidenz jetzt eindeutig runter. Da wurden aber jetzt auch natürlich die Schulen wieder geöffnet. Nochmal kurz zusammengefasst, Großbritannien hat einen Bruchteil der Maßnahmen gemacht, die Wand ist von alleine zurückgegangen und die Inzidenzen sinken. Schachmatt. Der Kollege Jordans von AP fragt nach einem Vorfall in Sachsen. Herr Lauterbach, während einer Demo gegen Corona-Maßnahmen in Dresden am Donnerstagabend haben Medizinstudenten vor der Uniklinik eine Gegendemonstration gehalten. Die Polizei hat daraufhin gegen mehr als 20 Medizinstudenten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Was halten Sie davon, dass Medizinstudenten, die sich für ihre Kollegen einsetzen, von der Polizei so behandelt werden? Und haben Sie schon mit der sächsischen Staatsregierung über diesen Fall gesprochen? Phänomenal, weil es eigentlich eine Frage überhaupt nicht an den Gesundheitsminister ist. Der hat ja nichts mit Demonstrationen zu tun, sondern an das Innenministerium. Und weil hier diese Empörung herüberkommt, die ich oft höre, dass man also Gegendemonstranten mal genauso behandelt wie die normalen Demonstranten. Also wenn jemand gegen die Corona-Demonstranten ist, dann darf man ihm nichts machen. Und wehe, wehe, die Polizei greift hier auch nur mal ansatzweise so durch wie gegen Corona-Demonstranten, wobei hier nichts von Übergriffen oder Gewalt bekannt ist, dann ist das ganz, ganz böse. Phänomenal, so eine Frage. Ich habe noch nie erlebt, dass ein anderer Kollege außer mir sich kritisch mit Polizeigewalt oder einem harten Einschreiten gegen Corona-Demonstranten auseinandergesetzt hätte. Verständnis, das kann ich aus der Ferne, kann ich das nicht entsprechend einschätzen. Ich lasse mich aber informieren. Der Kollege Kuhn vom Deutschlandfunk fragt Sie, Herr Wieler, in der gemeinsamen Presseinformation mit dem BIVI zu den Intensivstationen gestern schreibt das LKI, dass 9,6% der Covid-Fälle dort einen unvollständigen Immunschutz aufweisen. Sie nennen dabei Teilimmunisierung, also unvollständig Geimpfte, aber auch den Status genesen. Mit welcher medizinischen Begründung setzen Sie Genesung mit unvollständigem Immunschutz gleich? Eine kritische Frage, danke. Ja, das ist eine Einschätzung, die sich aus der Literaturlage ergibt. Ja, wahrscheinlich steht das schon bei Tolstoi und Dostojewski. Entschuldigen Sie meinen Galgenhumor. Zur Frage, Herr Kollege. Nedr Mohammed, Berliner Kriminalität-Zeitung. Herr Lauterbach, ich habe die Wörter Impfgegner und Impfverweigerer vermisst in dieser Diskussion. Oha. Also ich meine damit die Ungeimpfte ohne Ausnahmegrund. Wahrscheinlich Herr Wieler weiß, wie viele sind diese Leute. Also der Umgang des deutschen Staates irgendwie sehr, sehr höflich mit dieser Menschengruppe oder wenn man sagen kann, ist weich. Wie bitte? Soll man sie gleich alle erschießen? Reicht es nicht, dass man sie diskriminiert und zu Menschen zweiter Klasse macht? Möchte der Herr, dass es so ist wie in der Türkei, dass man dann Menschen mit anderer Meinung wegsperrt? Unfassbar. Also in Österreich ab Mitte März gibt es Geldstrafe von bis zu 3.600 für diese Menschengruppe, die ohne Ausnahmegrund ungeimpft sind. Wie sehen Sie das, diese Sache? Gibt es irgendwann Geldstrafe oder ein bisschen stärker, weil diese Krise überzieht sich mehr und dann ich sterbe am Ende wegen der Maske? Dankeschön. Also auf gut Deutsch, ohne Impfpflicht stirbt der Kollege. Er hat offenbar nicht aufgepasst, weil die Frage nach der Impfpflicht hat ja wie fast immer schon Thilo Jung gestellt, aber doppelt genäht hält besser. Vielleicht sollte ich auch solche Fragen stellen, vielleicht käme ich dann auch wieder dran und meine Fragen würden nicht totgeschwiegen. Wahrscheinlich stelle ich die falschen Fragen. Ja, vielen Dank. Ich habe ja schon mal eine klare Haltung dargelegt, dass ich ein Befürworter einer Impfpflicht bin und ich glaube, dass eine Impfpflicht uns hier weiterbringen würde. Wenn wir jetzt also über die Impfunwilligen, ich sage mal, schlecht sprechen würden oder wir würden also sie geringschätzen oder abwerten, das bringt uns ja nicht weiter.
Diese Regierung leidet offenbar unter kognitiver Dissonanz. Sie diskriminiert Nicht-Geimpfte nach Strich und Faden. Sie hetzt gegen sie, macht sie verantwortlich für Tote und dann sagt sie, man darf nichts Schlechtes über die sagen. Phänomenal. Das bringt uns ja nicht, das verhärtet nur die Lager. Genau, und eben diese Verhärtung betreiben Sie, Herr Lauterbach, und Ihre Regierung bis zum Exzess. Ja, vielen Dank, sehr geehrte LNTV. Eine Frage an alle drei, weil alle drei das Thema anfangs auch schon mal angerissen hatten. Bei den Prognosen, dass wir uns ja in der nächsten Zeit vermutlich alle in Deutschland über kurz oder lang mit Omikron infizieren werden. Warum ist es so wichtig, dass man die Maßnahmen trotzdem aufrechterhält und das nicht einfach laufen lässt? Oder ganz kurz gefragt, warum macht es eben sehr wohl einen Unterschied, ob ich mich heute oder auch erst in 4 oder 6 Wochen infiziere? Naja, wir haben das ja im Prinzip schon von allen Seiten beleuchtet, diese Frage. Ne? Also jetzt eine sehr steil ansteigende Inzidenzflanke führt dazu, dass ganz viele Leute gleichzeitig krank sind. Da ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, ob die todkrank sind. Das reicht, dass sie einfach sich nicht gut fühlen, zur Arbeit gehen können, natürlich dann auch Isolationsmaßnahmen unterliegen, nicht zur Verfügung stehen als Arbeitskräfte. Das ist also so die eine Überlegung, dass dann also viele Bereiche im gesellschaftlichen Leben in Probleme kommen. Das ist Fakt. Genau das haben wir in Großbritannien gesehen, wo die Kurve jetzt von alleine wieder zurückgeht. Und tatsächlich gab es dort Lieferengpässe. Aber man müsste doch das einmal gründlich diskutieren und auch offen diskutieren, ob man bereit wäre, das zu machen oder ob man lieber weiter das öffentliche Leben tötet und einen großen Teil der Bevölkerung, wenn auch eine Minderheit, massivst diskriminiert. Ich spitze es einmal zusammen. Rechtfertigt die Gefahr von Lieferengpässen, die keinesfalls tödlich waren, wie wir in England sehen, zumindest nicht im Normalfall, eine massive Einschränkung von Grundrechten. Jetzt kommt die Retourkutsche von Lauterbach, während Drosten ja die Fragestellung sozusagen akzeptiert hat, dass sich alle infizieren, widerspricht er jetzt. Der Minister will das Virus weiter kontrollieren. Ich würde auch glauben, dass es nicht stimmt, dass sich alle infizieren. Ja, und da hat sich Lauterbach einen wirklich freudschen Versprecher, eine freudsche Fehlleistung erlaubt. Ich will auch glauben. Genau das ist das Problem, Herr Lauterbach, dass Sie glauben wollen und dass Ihnen der Glauben hier entscheidend ist in dieser ganzen Situation. Ich will auch glauben, dass es nicht stimmt, dass sich alle infizieren. Selbst wenn wir eine relativ schwere Welle bekommen, dann also ist es auf keinen Fall so. Gerade hat er es noch geglaubt, dass es nicht so ist und jetzt ist es auf keinen Fall so. Jetzt ist es eine Gewissheit. Das ganze Dilemma von Herrn Lauterbach in eine Minute komprimiert. Zur Umsetzung beschlossener Maßnahmen, Herr Lauterbach, Ministerpräsident Haseloff hat gesagt, in Sachsen-Anhalt müsse 2G+ nicht umgesetzt werden, weil dort Omikron quasi nicht existent sei, sondern nur Delta. Was bedeutet ein solcher Ausstieg aus gemeinsam beschlossenen Forderungen? Und Herr Wieler, Herr Drosten, gibt es Evidenz dafür, dass tatsächlich Omikron sozusagen einen Bogen um Sachsen-Anhalt macht? Kritische Mediziner sehen 2G+ als Unsinn an und ja sogar als barbarisch, weil sie sagen, wenn schon testen, dann gleiche Bedingungen für alle, egal ob geimpft oder ungeimpft. Aber solche kritische Stimmen kommen hier nicht zu Wort. Stattdessen hört man empörte Fragen darüber, dass jemand diesen Unsinn nicht mitmacht. Ein Bogen um Sachsen-Anhalt. Also ich kann das also kurz machen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn wir die 2G-Plus-Regelung überall umgesetzt hätten. Und bedauere das daher. Das war es für heute. Wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, dann können Sie sich vorstellen, was ich mitgemacht habe beim Schneiden. Das Erstaunliche ist, ich weiß, wenn man es sich jetzt nochmal anschaut, dann wundert einen da vieles bei Drosten und ärgert einen auch vieles. Aber es ist doch eine ganz eindeutige Absetzbewegung, wie er sich in durchaus wichtigen Punkten von Wieler und von Lauterbach absetzt. Da ist die Frage, spürt er, dass sich der Wind wendet und versucht er, ein Bein auch auf dem anderen Ufer zu haben? Fragen über Fragen. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Sie sehen, selbst wenn ich bei der Bundespressekonferenz boykottiert werde, wenn meine Fragen nicht verlesen werden, obwohl ich formell noch Mitglied bin, aber es gibt offenbar Mitglieder erster Klasse und zweiter Klasse, weil viele Fragen von mir einfach ignoriert werden. Es ist trotzdem immer
wieder interessant zu sehen, was gesagt wird, was nicht gesagt wird und wie man sich in Widersprüche verwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie dabei, abonnieren Sie, gehen Sie mit ins unzensierte Internet auf Telegram, auf Getter, unterstützen Sie. Alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. We're gonna take on the world! Take on the world!